Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. In der letzten Folge haben wir das Versteck hier gefunden von den Kindern. Und wahrscheinlich auch die ganzen Quests abgeschlossen, die warten. Lass uns mal hier erstmal rausgehen und gucken, ob wir alles abgeschlossen haben. Weil es gab ja heute einen Bugfix. Also habe ich schon in der letzten Folge erwähnt. Über tausende Quests und sonst irgendwas gefixt. Und Fehler und, ne? Also ich meine über tausende Fehler gefixt, nicht tausende Quests. Das wäre falsche Information. Über tausend Fehler gefixt und ein paar Quests. Ja. Dann lasst uns hier mal gucken. Wir haben nämlich dann jetzt auch alles abgeschlossen, was sehr nett ist. Wir sollten mit Soru noch reden, das ging gestern nicht. Und kehre zu Servlor zurück, das müssen wir auch noch machen. Und dann können wir uns entscheiden. Untersuche den Sumpf. Bitte Tantchen Ethel um Hilfe. Suche das Goblinlager. Und Halzin. Halzin sollen wir suchen. Ne? Jage Karlach. Ich würde sagen, das hier ist am nächsten. Wir würden Karlach jagen. Weil Will das ja so wollte. Und dann gucken wir mal. Aber erst gehen wir hier noch die letzten Quests machen. Wir haben ja hier eh mit jedem geredet. So. Also, und es tut mir leid, bin gegen das Mikro gekommen. Also können wir aber mit denen hier reden. Is that everything? I can pack or talk. And right now I'm packing. Packen oder was ist hier passiert? Can't talk now. Die sind wiedergekommen und haben die Goblin getötet. Was? Schweinerei. Ich dachte, wenn ich die hier rette und dann lasse, dann passiert nichts. Pandira, gelähmt, niedergeschlagen. Können aber bei ihr nichts machen. Hä? Toll. Naja, müssen wir damit leben. Da hätte ich sie gerettet, wenn... Was sollte das, ihr... Jetzt, ja, weil ihr genau wisst, was ihr getan habt. Ey. Wir sollten zumindest drunk at least. No fun waiting for death sober. Ja, aber das ist auch noch nicht gefixt. Sprich mit Zoro. Ach so, die Gitianki-Kriegerin soll mit ihnen reden, ja? Dann gehen wir schnell zum Lager und holen die. Wen lassen wir zurück, Gale? Ich habe meinen anderen Spiel-Dings ja eh schon Magier. Ich würde gerne dann, ne? Ich möchte, dass ihr eine Weile hier bleibt. Vielleicht reisen wir später wieder zusammen. Idling away the hours. Ja. Ich will die Gitianki mitnehmen, aber kurz. Gale kommt danach wieder mit. Erstmal. Speak. It is done. Gut. Oh, sie ist ja auch aufgestiegen. Vielleicht sollten wir das mit jedem noch machen, Stufenaufstieg. Cool. Stufenaufstieg Kämpfer Stufe 2. Ja, annehmen. Bei ihr nur ein normaler Stufenaufstieg. Okay, doch nicht. Danach kommt noch ein Aufstieg. Und die kriegen alle Erfahrung dann, oder wie? Das ist ja nice. Unterklasse. Kampfmeister. Kampfmeister verfügen über große taktische Überlegenheit und kombinieren auf dem Schlachtfeld Kampfmanöver mit Erfahrung, um jeden Kampf zu dominieren. Mystischer Ritter. Mystische Ritter studieren die Magie, um ihre Waffen zu stärken, sodass sie den Widerstand der zähesten Gegner brechen können. Die können dann auch zaubern, okay? Sie hatte ja was gesagt mit, mit Bücherlesen. Champions, du begegnest komplexen Kampfproblemen mit einer höchst wirksamen Lösung. Du schlägst auf die Probleme ein und zwar hart. Was nehmen wir denn jetzt?
Verbesserter kritischer Treffer. Du benötigst für einen kritischen Treffer bei einem Angriffswurf ein Auge weniger. Dieser Effekt kann sich addieren. Kampfmeister ist ja normal, ne? Was gibt's denn hier? Schlag des Befehlhabers und so. Ja. Was haben wir sonst noch so? Zaubertricks und Zauber. Alles nur Zaubers und hier nur. Nehmen wir mal ein Champion, oder? Oder ein Kampfmeister. Ja, wir können auch einen Kampfmeister nehmen. Wir nehmen Kampfmeister, war ich am Anfang überzeugt. So. Schlag des Befehlshabers. Verbrauche eine Aktion und eine Reaktion, um einen Verbündeten anzuweisen, auf einen Gegner einzuschlagen. Der Verbündete verwendet sofort seine Reaktion, um einen Waffenangriff auszuführen. Das ist ja auch cool, oder? Geht das vom Weiten? Entwaffneter Angriff. Verbrauche einen Überlegenheitswürfel, um einen Angriff auszuführen, der zusätzlich Schaden in Höhe von 1d8 bewirkt und das Ziel möglicherweise zwingt, seine Waffen fallen zu lassen. Ablenkender Schlag. Du kannst dein Ziel ablenken und deinen Verbündeten bei ihrem nächsten Angriffswurf gegen das Ziel einen Vorteil verschaffen. Tänzende Beinarbeit. Du kannst Angriffen ausweichen, indem du Gegner bei Nahkampfangriffen gegen dich eine Runde lang im Nachteil sein lässt. Find. Du kannst in einem Zug sowohl Aktion als auch Bonusaktion verwenden, um ein Ziel anzugreifen. Dabei im Vorteil zu sein und zusätzlich einen D8 Schaden zu bewirken. Bewirke zusätzlich einen D8 und versuche das Ziel zu einem Angriff auf dich zu provozieren. Greift das Ziel irgendeine andere Kreatur an, so ist es im Nachteil. Manövrierender Angriff. Verbrauche eine Überlebenheitswürfel, um einen Angriff auszuführen, der zusätzlich einen D8 Schaden bewirkt. Wähle bei einem Treffer aus, welche freundliche gesinnte Kreatur die Hälfte ihrer Bewegungsrate als Bonus erhält. Sie provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Bedrohliche Angriffe. Brauche einen Überlegenheitswürfel, um einen Angriff auszuführen, der zusätzlich einen D8 Schaden bewirkt und das Ziel möglicherweise verängstigt. Du kannst einen Überlegenheitswürfel verwenden, um ihn dem Ergebnis einen Angriffswurf hinzuzufügen. Verbrauche einen Überlegenheitswürfel, um einen Angriff auszuführen, der zusätzlich einen D8 Schaden bewirkt und das Ziel möglicherweise um 4,5 Meter zurückstößt. Das ist auch cool, ne? Stoßangriff. Pressionsangriff. Also Stoßangriff würde ich schon mal, da kann man einen immer irgendwo runterstoßen, sammeln. Nutze einen Überlegenheitswürfel, um einen Verbündeten 8 temporäre Trefferpunkte zu gewähren und seine Entschlossenheit zu erhöhen. Riposte. Wenn eine feindlich gesinnte Kreatur dich mit einem Nahkampfangriff verfehlt, kannst du einen Überlegenheitswürfel nutzen, um mit einem mächtigen Schlag zu antworten und zusätzlich einen 8D-Schaden zu machen. Schwing die Waffe rasch in einem weiten Bogen und greife mehr Gegner gleichzeitig an. Ermittelt den Schaden mit deinem Überlegenheitswürfel. Fällender Angriff. Verbrauche einen Überlegenheitswürfel, um zusätzlich 1d8 Schaden zu bewirken und das Ziel möglicherweise umzustoßen, sodass es liegend ist. Das Ziel ist von höchster großer Körpergröße. Riposte ist auch cool. Ich würde die zwei nehmen und vielleicht später noch den fallenden Angriff und dann irgendwas weiteres. Oh, wir dürfen 3 auswählen. Ja, dann nehmen wir den auch noch mit. Und als nächstes dann irgendwas. Vielleicht Doppelschlag, dass man auch eine AOE drin hat. Annehmen. Hat nur nicht so lange gedauert, denn okay, dann machen wir das kurz mit den anderen auch. Wartet im Lager auf mich. Ich diskutiere nicht, bleib hier. Ich lass dich nicht warten, du darfst gleich mitkommen. Ihn haben wir gelevelt, ihn haben wir gelevelt, mit ihm haben wir geredet, ihn haben wir gelevelt. Ist es nur noch Will? Kommt in die Gruppe. So. Wenn wir schon dabei sind, dann gleich Stufenaufstieg für jeden, oder? Er ist Hexenmeister, okay. Gut, er ist aufgestiegen und darf dann einen Zauber. Das heißt, höllischer Tadel.
verwünschen. Die anderen kennen wir ja, Schutz vor Gut und Böse. Schütze einen Verbündeten gegen die Angriffe und Kräfte von Aberrationen, sadistischen elementaren Feen, Unholden und Untoten. Das wäre auf jeden Fall cool. Höllischer Tadel. Reagiere auf den nächsten Angreifer mit Flammen, die 2 bis 20 Schaden wirken. Rettungswurf. Das Ziel erleidet dennoch den halben Schaden. Okay. Das hier ist auch nice. Rascher Rückzug. Erhalte sofort sowie als Bonusaktion am Ende jedes deiner Züge Spurt, bis dieser Zauber endet. Befehlen. Verzauberungszauber des ersten Grades. Befehl einer Kreatur zu fliehen, näher zu kommen, stehen zu bleiben, auf den Boden zu fallen oder die Waffe wegzuwerfen. Das ist auch nice. Person bezaubern. Das kennen wir ja. Verwünschen. Lass deine Angriffe dem Ziel zusätzlich 1 bis 6 nekrotischer Schaden zufügen und das Ziel bei einem Attribut deiner Wahl im Nachteil sein. Ich würde uns schützen können und vielleicht höllischer Tadel auch noch später. Bei deinen Studien des okkulten Wissens hast du unten eine unheilvolle Beschwörungsformel zutage gefördert, die dir anhaltendes magisches Talent verweilen. Qualender Strahl. Wenn du eine Kreatur mit schauriger Strahl triffst, addiere dein Charisma-Modifikator zum Schaden hinzu. Es sei denn, er ist negativ. Du kannst Magierrüstung auf dich selbst wirken, wenn du willst, ohne einen Zauberplatz zu nutzen. Die Magierrüstung erhöht deine Rüstungsklasse, wenn du keine Rüstung trägst. Okay, das lieber nicht. Tiersprache kennen wir ja, mit Tieren sprechen. Verführerischer Einfluss, du beschwörst den bezaubernden Charme deines Schutzpatrons und bist im Täuschen und Überzeugen geübt. Teufelsicht, du kannst in der Dunkelheit normal sehen, sowohl magisch als auch nicht magisch, deine Sichtweite beträgt 24 Meter. Teuflische Tatkraft, du kannst falsches Lieben als Zauber des ersten Grades auf dich selbst wirken, wenn du willst, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Falsches Lieben gewährt dir 7 temporäre Trefferpunkte. Maske der vielen Gesichter. Du kannst nach Belieben selbst verkleiden wirken, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Mit den Schatten verschmelzen. Du kannst mit dem Schatten verschmelzen wirken. Zurückdrängender Strahl. Wenn du eine Kreatur mit schauriger Gestalt triffst, kannst du sie bis zu 4,5 Meter wegstoßen. Das ist nice. Dieb der 5 Schicksale. Einmal pro langer Rast kannst du mit einem Hexenmeister-Zauberplatz Verderben wirken. Verderben zielt auf bis zu 3 Kreaturen. Sie erhalten einen Malus von 1W4 auf ihren Angriffswürfen und Rettungswürfe. Okay, jetzt weiß ich nicht mal, was 1D1W ist oder ist Übersetzungsfehler für jetzt Würfel, ansonsten Dice. Keine Ahnung. Vielleicht war ich doch falsch am Anfang. Was heißt das? Schreibt es in die Kommentare. Was heißt 1W4 oder 1D5 oder... Oder heißen die Würfel so? Das ist eine Abkürzung für die Würfel. Ach, keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, dann weiß ich mehr. Wenn ihr es wisst. Teuflische Tatkraft. Ja, was nehmen wir denn jetzt noch? Das hier oder... Ja, können wir weiter sehen. Du beschwörst den bezaubernden Charme. Ja, dann würde ich sagen... Das hier. Würde ich nehmen. Zauber ersetzen. Was hat er denn für Zauber verfügbar? Arme von Hada würde ich jetzt erstmal nichts ersetzen, oder? Was können wir denn ändern? Oh, da können wir das hier auswählen. Was haben wir denn hier? Rüstung von Agathys. Erhalte 5 temporäre Trefferpunkte und bewirke Kälteschaden bei jeder Kreatur, die dich mit dem Nahangriff angreift. Arme von Hada. Verhindere, dass Ziele Reaktionen ausführen können. Ja, dann ändern wir nichts, oder? Annehmen. Stufenaufstieg, perfekt. Oh, nochmal ein Zauber erhalten. Okay, was können wir denn nehmen? Wir haben einen Zweier, höllischer Tadel. Aber hier würde ich beim Zweier, oder?
Ich wollte ja das hier haben, aber es ist eins. Und wir können zweier Zauber haben. Beschwöre eine Wolke aus rotierenden Dolchen, die alle im Wirbel angreifen. Blindheit. Das machen wir schneller. Ich will auch einen zerbersten. Füge alle Kreaturen und Gegenstände in der Nähe Schaden zu. Kreaturen aus anorganischem Material wie Stein sind beim Rettungswurf im Nachteil. Die zählt allein dennoch den halben Schaden. Das oder das? 10 Züge hält das. Komm, eine Wolke. Die hält 10 Züge, macht viel Schaden. Paktvorteil. Dein Schutzpatron macht dir ein Geschenk für deine treuen Dienste. Wähle einen der folgenden Pakte aus. Pakt der Kette. Du gewinnst einen Vertrauten hinzu. Ein Feengeist, der eine Form deiner Wahl annimmt. Es kann ein Tier, ein Teufelchen oder ein Quasit sein. Pakt der Klinge. Du kannst eine Paktwaffe beschwören oder die Waffe, die du trägst, binden, wodurch sie magisch wird. Paktwaffen nutzen den Zauberwirkern Attributsmodifikator des Anwenders anstatt Stärke oder Geschicklichkeit. Pakt des Folianten. Dein Schutzpatron gewährt dir den Folianten das Buch der Schamane, der Schatten, der dir erlaubt, göttliche Führung, gehässiger Spott und Dornpeitsche zu wirken. Nur eine Kette, ne? Dann können wir Vertrauten finden. Vertrauten finden Teufelchen quasi. Cool. Ist ja ein Hexenmeister, ne? Dann nehmen wir das. Sind wir schnell durch. Gut, Müll, dann sind wir mit dir auch fertig. Bleibt im Lager. Bleibt hier, ich komme, wenn ich euch brauche. Ja, weil wir sie mit haben wollten und danach nehmen wir Gale wieder mit. Speak. Kommen in Gruppe. Gut. Dann kommen aus dem Lager. Machen das jetzt im Schnelldurchlauf, weil wir die ja gelevelt haben. Wir wollen ja auch noch weiterkommen. Also ich bin gespannt, wie wir weiterspielen. Zoro, warte doch! By Mordai's eyes. Another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Habt ihr dieses Monster dabei? Ja, und ihr tut besser, was sie sagt. Ihr habt die Frau gehört, verneigt euch. Halt, Lazel, ich übernehme hier. You dare interrupt. Has the tadpole ravaged your senses? Na schön, tut, was ihr tun müsst, aber beeilt euch. Genug zurück und ich sage es nicht nochmal. Ihr könnt wieder atmen, ich lasse nicht zu, dass ihr euch was tut. Ihr sagt mir, wo ihr die Gitianki gesehen habt. Na. Thanks. What do you want from me? Information, wo habt ihr die Gitianki gesehen? On the road. Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly. Straight to the other side. And I just ran. The map. Show me. Seht ihr, man kann auch ganz nett sein. Danke für die Hilfe und bitte um die Entschuldigung meiner Gefährtin. Hört auf zu jammern, wir sind fertig mit euch. Also gut, Lasse, ihr habt, was ihr wolltet. Yes, your mediocre interrogation technique notwithstanding. Mit meiner guten Befragung. Still alive, so that's progress. The last time a subordinate questioned my judgment, I ate tongue stew that very night. I warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. Untergebene? Nein, wir sind Partner. Ihr werdet mich mit Respekt behandeln. Ihr habt euren Punkt gemacht. Wenn ihr damit fertig seid, mich anzufunkeln, was tun wir als nächstes? Kenyank, your tantrum proves you no wiser than a hatchling.
Teethling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. Hehe, habt ihr Tiefling gesagt? Was meint ihr mit Läuterung? The Kresh holds the Zathisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. Hehe, habt ihr Tiefling gesagt? Sie rollt mit den Augen. Well, I shall not say culture. Custom, perhaps. You will educate me on matters of this Faerun. Nein, nein, es heißt Faerun. Irgendwie ist es doch ganz schön lustig. Gut. Findet die Githyanki-Patrouille. Okay. So, wir stecken dich mal wieder zurück. Ich nehme mal wieder Gale mit. Ja, kann ich. Ich diskutiere nicht, bleib dir. Gut, Gale darf sie damit. Ich habe die Quest gemacht. How can I help? Kommt doch mit mir, das Abenteuer ruft. With pleasure. Lead on. Gut. Er hat die EP auch bekommen. Das ist nice. Dann können wir wieder rausgehen hier und natürlich da weitermachen, wo wir waren. No. Also, wir müssen mit Zephnorin, Zelvor, irgendwie sowas. Hallo. Erstmal mit ihr. Keep your steel sharp. Gut, ich habe eine scharfe Klinge. Zelvor, wie geht's dir? Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Es ist die beste Option, den Hain zu verlassen. Ich kann euch dabei helfen. Könnt ihr das Ritual verzögern? You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. Warum werdet ihr sie denn nicht los? Ich sollte von hier fliehen. Ich helfe euch. A low thought. But I'd be lying if I said I hadn't considered it. But the druids would slaughter us. We'd have to get close to Korga, within striking distance. I can't manage that. But they've already let you pass once. Was ist euch wert? Überlasst das mir. Ich bin kein gedungener Mörder. It doesn't sit well with me either. But to get these people to safety, there's nothing I won't do. You'd be well rewarded for the risk. But if that won't sway you, there's nothing more to discuss. Our time grows short. If Korga won't abandon her madness, then we'll have to try the road, goblins or no. Ihr werdet doch sicher mit den Goblins fertig. So, das war's. Ich wurde gebeten, euch von hier wegzubringen. Ich will über etwas anderes reden. What is it? Was führt eure Leute hier in die Wildnis? We're refugees from Elturel. We took shelter here after gnolls and goblins attacked us on the road. We were bound for Baldur's Gate, and it was too late to turn back. Elturel had no place for tieflings after the descent. Sind Tieflinge überhaupt irgendwo willkommen? Der Abstieg, was das? Surprised you haven't heard of it. The High Overseer, our grand protector, signed a pact with devils. It dragged Elturel straight to hell. Lucky for us, a group of adventurers found a way to bring the city back.
Afterwards, people looked at us and just saw Devilkin. No different from the Druids here, really. Hm. Warum hat Halsin die Abenteurer begleitet? Some artifact Aradin was hunting. I don't know any more than that, and I don't want to. This grove is poorer for losing Halsin, but I have my own people's concerns to look to. Commander. Just Zevlor, Tilly. We're civilians now, remember? With respect, sir, being a Hellrider is for life. They can't take... They can, and did. Avernus changed things. Best we get used to that. Yes. Zevlor. Our time grows short. If Korga won't abandon her madness, then we'll have to try the road, goblins or no. Ich wurde gebeten, ihr werdet doch sicher mit ein paar Goblins fertig, oder? These are civilians. Open battle would be a massacre. Okay, da gebe ich recht. So, das war's. Ja, ich weiß nicht. Sollten wir einfach zu den Goblins gehen und die dann in die Flucht schlagen oder sowas einfach? Our time grows short. If Korga won't abandon her madness, then we'll have to try the road. So, Korga's twisted your mind as well. Please, just listen. Sending us out there is a death sentence. But there is another way. If you want to turn your blade on anyone, turn it on the goblins. You won't be able to cut them all down. There's a horde of them out there. But they're ill-disciplined. It's unusual for them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. Der Anführer der Goblin-Hörde töten, mal sehen, was ich tun kann. Kommt drauf an, bezahlt mich, ist nicht mein Problem. Kein Interesse, geht jetzt, wie Kaga sagt, oder ich werde euch zwingen. Nee, wir wollen keinen Streit mit denen. Wir wollen auch keinen Streit mit Kaga, also schon mit Kaga, aber umbringen wollen wir sie nicht. Dann den Goblin-Horn-Dinger, wir gucken mal. Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. Astario mag das wieder nicht, klar. Jürgen. Aber guck mal hier an seinen Hals und so einstichen, ne? Und er ist ein bisschen blass. Ich erinnere ja noch mal an das Buch. Something the matter? Hm. Erstmal nicht. Go ahead. I'm listening. Gut, hier auch nicht. Gut, haben wir mit denen geredet. Wir sollen die Goblin-Anführer. Ja. Irgendwie so. Ne? Dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Aber. Es ist alles fertig hier im Smaragdhain, ne? Wir haben hier unten noch was. Stellen Nachforschung zu Kaga an. Stimmt, so kriegen wir sie ja auch dran mit den Nachforschungen. Denn das zuerst hier hingehen und dann hier runter. Und dann sind wir auch gleich bei Tentchen Ettel. Und zum Schluss zu den Goblin-Lager. Wenn es geht. Mal gucken. Auf geht's. Wir sind fertig hier. Es geht los. Wir können noch einmal kurz. Need anything else? Of course. But please, remember. You're not the only one in need. Ja, haben wir irgendwas? Nee, wir könnten was in. Ja, okay, wir können das anziehen, auf jeden Fall. Das hier auch. Weil das halt besser ist als normaler Hut. So ist mir das vorher nicht eingefallen. Bei den anderen ja auch. Besänftigen die Lieder, wenn du eine Verbündete mit badischer Inspiration... Ja, gut, haben wir jetzt nicht, aber besser als normaler Hut. Es macht keinen Sinn, wenn ich das irgendwen gebe. Einfach ausgerüstet, fertig. Ich weiß, es macht keinen Sinn.
Ja, schnell nochmal ins Lager. Ich komme immer in dieses Mikro und das tut mir so leid. Egal. Wir machen schnell, legen die Sachen hier rein und dann... sind wir fertig. Einmal das Buch, was wir bekommen haben. Die Geschichte von dem Kind und... das hier noch, ne? Das legen wir da oben rein. Zack. Dann haben wir den Bärchen und den... das... den... haben wir hier. Wir haben doch noch ein Stück Wasser. Lager verlassen. Ey, Type, ich habe doch noch ein Wasser für dich. Wenn, dann will ich alles, ne? Of course, but please, remember. Tschüss. Ja, wer das Gold nicht ehrt, ist den Pfennig in den Bronze-Kupfer-Barren nicht wert. Keine Ahnung. Sich auflösendes Buch, Tagebuch. Die brüchigen Seiten des Tagebuchs sind im Laufe der Jahre unleserlich geworden, mit Ausnahme einiger Namen, die in blutroter Tinte geschrieben wurden. Ein neues, dickeres Blatt wurde direkt unter dem vorderen Einband gelegt. Darauf steht Folgendes. Wurde in einem Gebäude am Ufer Richtung Süden gefunden. Gibt keinerlei Hinweis darauf, auf Sinn und Zweck dieses Gebäudes. Bestätigt aber, was wir bereits wissen. Es ist sehr alt. Alles andere ist Spekulation. Cool. Hätten wir das auch gelesen. So, aber dann gehen wir jetzt weg. Das Gute ist, wenn man ohne Controller spielt, kann man ja auch noch hier, ne? Vielleicht kann man es auch mit Controller irgendwie die Kamera bewegen. Ich weiß es nicht. Geht raus. Tor auf, bitte. Danke. So. Gut. Dann speichern wir hier mal. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge jagen wir Kanach. Bis dahin, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal gerne, wenn ihr möchtet. Ist auch kostenlos und tut nicht weh. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag. Tschüss.